Wusstest du, dass Kalk deine Waschmaschine kaputt machen kann? Aber keine Sorge, dagegen kannst du was tun. Und was genau das ist, das erkläre ich dir jetzt. Kalk entsteht in deiner Waschmaschine, wenn du zum Beispiel häufig mit 60 Grad oder mehr wäschst. Im Prinzip ist es für die Hygiene im Innenraum der Maschine sehr gut, denn dadurch werden Bakterien abgetötet und Ablagerungen gelöst. Die Schattenseite ist allerdings, dass sich der Kalk bei so hohen Temperaturen im Verborgenen der Maschine absetzt. Und tut er dies auf den Heizstäben, kann das irgendwann sogar zu einem Wärmestau führen, der die Maschine nachhaltig schädigen kann. Und auch die Energieeffizienz einer Waschmaschine wird dadurch beeinträchtigt. Stell es dir so vor, dass die Waschmaschine mehr Wärme erzeugen muss, um durch den Kalk durchzukommen. Eine entscheidende Rolle spielt außerdem die Wasserhärte. Kommt bei dir eher weiches Wasser aus der Leitung, dann musst du sie nicht so häufig entkalken. Beziehst du aber eher hartes, also kalkhaltiges Wasser, dann solltest du die Maschine umso häufiger entkalken. Als Grundregel lässt sich sagen, dass Waschmaschinen rund alle 3 Monate entkalkt werden sollten. Die Wasserhärte kannst du ganz einfach bei deinem lokalen Wasserwerk in Erfahrung bringen. Oder du besorgst dir einen solchen Wasserhärte-Teststreifen. Sowohl bei der Reinigung als auch bei der Entkalkung der Waschmaschine rate ich von Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure ab, da diese sehr aggressiv sind und Gummiteile wie Schläuche und Dichtungen beschädigen können. Deshalb empfehle ich dir, auf ein verifiziertes und geprüftes Produkt zurückzugreifen, um sicherzustellen, dass du auch noch lange Freude an deiner Waschmaschine haben wirst. Den Schnellentkalker gebe ich vollständig in die leere Trommel und starte anschließend ein Reinigungsprogramm mit einer hohen Temperatur. Die Maschine sollte natürlich frei von Waschmittel und Wäsche sein. Als Programm wird das 60 Grad Buntwäscheprogramm ohne Vorwäsche empfohlen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmal durchlaufen lassen. Und das war's auch schon. So schnell kann's gehen. Den Entkalker habe ich dir übrigens hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wie du siehst, braucht es gar nicht so viel, um deine Waschmaschine richtig zu pflegen. Vorausgesetzt, man weiß wie. Apropos, hier findest du noch ein Video, in dem ich dir zeige, wie du deine Waschmaschine grundsätzlich reinigen kannst. Viel Erfolg und bis bald! Bist du noch auf der Suche nach weiteren Informationen? Dann schau doch mal hier!